Ich bin so ratlos wie ihr, Mädchen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer Frey zu besiegen. Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleier-Zuflucht warf. Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? So wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Ja, das hoffe ich zumindest. Hier entlang bitte. Es ist gleich da vorn. Bitte, folgt mir weiter. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft.
Das ist die Nacht, Blackhead. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ihr scheint zu zaudern, eure Nachtigallrüstung anzulegen. Was beunruhigt euch? Ihr scheint zu zaudern, eure Nachtigallrüstung anzulegen. Was beunruhigt euch? Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. In Ordnung. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung, aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Und im Gegenzug müsst ihr im Leben wie im Tod als Wächter des Dämmergrabes dienen. Einen Haken gibt es immer, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer Frei bedeutet, bin ich dabei. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Gut. Wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ich rufe euch, Lady Nocturnal. Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten, hört mich an. Ah, Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus.
Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, Euer Gnaden. Rache, wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Gut, dann versteht ihr also, warum es hier um mehr geht als nur um Mercers Gier nach Macht. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Wohl wahr, in unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hör zu, Mädchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Alle in der Gilde bewundern eure Taten. Vielleicht sagt euch das nicht jeder, aber ich kann euch versichern, dass es stimmt. Und sie wissen nun, dass Mercer sich um die Gilde eigentlich nie wirklich geschert hat. Ihm fehlte die Loyalität, die ihr ganz offensichtlich besitzt. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Nun ja, wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Werdet jetzt also nicht sentimental. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintand befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Mädchen.
An den Kampf wird man sich lange erinnern. Hättet ihr mich gestern gefragt, wäre meine Antwort nein gewesen. Aber nun sind unsere Chancen gestiegen. Erklärt mich für verrückt, aber ich vertraue Kalia. Ich glaube nicht, dass sie uns auf eine Selbstmordmission führen wird. Außerdem sterbe ich lieber mit Mercers Blut an meiner Klinge, als den Rest meines Lebens zu bedauern, davongelaufen zu sein. Ja, und einiges von dem, was Kalia gesagt hat, ergibt langsam einen Sinn. Mercer hat vielleicht unseren Ruf beschädigt und unser Gold ergaunert, doch das geht selbst über seine Aktionen weit hinaus. Der alte Delvin nannte es immer einen Fluch und wir verspotteten ihn. Tja, zu früh gelacht. Tut mir leid, Mädchen. Ich habe wichtige... damit ich mir eure Sachen nehmen kann. Und nicht leben verlassen! Weiß, ich werde euch töten! Fuß runter! Wir sind verloren! Ich reiße euch das...
Euer Schicksal ist besiegt. Sterb endlich. Euer Schicksal ist besiegt. Mercy ist hier gewesen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. So haben Brynjolf und ich sie gefunden. Mercers Werk. Wir müssen zu ihm aufschließen, bevor es zu spät ist. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns noch ein paar Überraschungen hinterlassen hätte. Eher sterben, als Mercer die Edelsteine zu überlassen. Moment mal. Was ist das? Es ist Mercer. Seht, da unten. Ich kümmere mich darum, Mädchen. Verdammt, wir kommen nicht durch. Er spielt mit uns. Er will, dass wir ihm folgen. Ja, Mädchen. Und wir sind bereit für ihn. Gehen wir weiter. Wie groß das ist. Habt ihr so etwas schon mal gesehen, Mädchen? Eigentlich nicht. Stellt euch nur die verborgenen Reiche. Ich habe etwas gehört. Endlich! Ich bringe es hinter uns! Den Schatten! Wow. Das Jenseits wird euch Dunkelheit bringen. Wartet, ich höre etwas. Ja!
aufgewärmt hatte. Er ist da. Bei Shaws Knochen. Seht euch diese Ungetüm an. Es ist ein Zwergen-Centurio. Hart im Nehmen und sehr tödlich. Wer ist da? Da seid ihr ja. Fuß, Roda! Roda! Fight me!
euch verschlingen. Haben wir Mercer gesehen. Wir müssen ganz in der Nähe sein. Das ist genau wie früher. Dieser Geruch. Hier stinkt es. Keine Gnade für die Schwachen. Das passiert, wenn man die Gilde hintergeht. Bringen. Ich höre etwas. Da seid ihr ja. Ja! Mögen die Schatten euch verschlingen. Selbst die Fallmäher haben nicht die Schmerzen verdient, die diese Vorrichtungen ihnen zugefügt haben müssen. Die Zwerge waren ein grausames Volk. Was war das? Endlich! Bringen wir es hinter uns! Dunkler! Ja. Verschlingen! Mögen die Schatten euch verschlingen. Wärmt hatte. Wer ist da? Gut, ich kann etwas Training gebrauchen. Ja, besiegelt! Ja! Das passiert, wenn man die Gilde hintergeht. Was war das? Euer Leben ist verwirrt! Das passiert, wenn man die Gilde hintergeht. Die Schatten euch verschlingen. Ich kann Wasser durch diese Rohre fließen hören. Wir müssen uns unterhalb eines Sees befinden.
Wer ist da? Ja! Das Schicksal ist besiegelt! Ja. Hinter uns! Weicht den hier aus! Aber man darf sogar nicht ebenbürtig. Ah, gut. Ich kann etwas Training gebrauchen. Ja! Wie ein Kind. Was war das? Ja. Komm, ich verspreche ein schnelles, aber schmerzhaftes Ende. Ja. Deshalb bin ich der Beste. Die Dunkelheit bringen. Er ist ganz in der Nähe. Da bin ich sicher. Wir müssen uns bereithalten. Dann geht es. Er ist hier. Und er hat uns noch nicht gesehen. Brynjolf, behalte die Tür im Auge. In Ordnung, Mädchen. An mir kommt niemand vorbei. Klettert den Vorsprung dort hinab und seht, ob ihr... Kalia, wann werdet ihr endlich lernen, dass ihr mich nicht übers Ohr hauen könnt? Als Brynjolf euch zu mir brachte, glaubte ich zu spüren, wie der Wind sich plötzlich drehte. In diesem Augenblick wusste ich, dass es so enden würde, mit einem von uns beiden vor der Spitze einer Klinge. Was hat Kalia euch in den Kopf gesetzt? Geschichten von ehrbaren Dieben? Schwüre voller Lügen und gebrochener Versprechen? Nocturnal schert sich weder um euch noch um den Schlüssel oder um sonst etwas, das mit der Gilde zu tun hat. Also Rache. Habt ihr aus der Zeit, die ihr bei uns wart, nichts gelernt? Wann werdet ihr eure Augen öffnen und erkennen, wie wenig sich unsere Handlungen unterscheiden? Wir beide lügen, betrügen und stehlen, um unsere Ziele zu erreichen. Offensichtlich werdet ihr den Skelettschlüssel nie so sehen wie ich, als Schlüssel in eine Welt unermesslichen Reichtums. Stattdessen habt ihr euch entschieden, über euren verbohrten Ehrenkodex zu stolpern.
Dann sind die Würfel gefallen und meine Klinge wird einmal mehr Nachtigallenblut kosten. Kalia, um euch kümmere ich mich, nachdem ich eure lästigen Gefühle. Ich bringe Tod aus den Schatten. Bis dahin solltet ihr vielleicht Brynjolf besser kennenlernen. Was? Was geschieht hier? Ich kann nicht aufhören. Verdammt sollt ihr sein, Mercer. Kämpft dagegen an, Brynjolf. Er hat die Kontrolle über euch übernommen. Tut mir leid, Mädchen. Ich kann nicht. Das viel zu einfach. Ihr seid ein Niemand. Ich habe Hunderte von euresgleichen getötet. Ihr seid ein Niemand. Nehmt mich. Verdammt, hier bricht alles zusammen. Schnell, holt den Skelettschlüssel und das Auge und dann nichts wie raus hier. Das funktioniert nicht, Mädchen. Irgendwas blockiert die Tür auf der anderen Seite. Sie bewegt sich nicht. Wir müssen einen anderen Weg hier hinausfinden, bevor alles unter Wasser steht.
Tut mir leid, Mädchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Ich kann kaum fassen, dass es vorbei ist. 25 Jahre im Exil. Und dann ist es geschafft. Einfach so. Jetzt müssen wir nur noch für die sichere Rückgabe des Skelettschlüssels sorgen. Das wird leider nicht so einfach sein. Als der Skelettschlüssel aus dem Dämmergrab gestohlen wurde, wurde uns der Zugang zum inneren Heiligtum versagt. Die einzige Möglichkeit, ihn zurückzuerlangen, führt über den Pilgerpfad. Er wurde nicht für die Nachtigallen erschaffen. Er wurde erschaffen, um die zu prüfen, die Nocturnal auf andere Art dienen wollten. Deswegen weiß ich nichts darüber, was euch erwartet. Brynjol wird in der Diebesgilde gebraucht, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, während ihr fort seid. Und ich kann Nocturnal nach meinem Versagen beim Schutz des Schlüssels einfach nicht gegenübertreten. Ich fürchte, ihr müsst das Ende eurer Reise allein antreten. Nehmt dies mit. Ich bin nicht sicher, ob es euch innerhalb der Grabstätte helfen wird, aber ich brauche es sicherlich nicht so sehr wie ihr. Diesen Bogen besitze ich schon fast mein ganzes Leben lang und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich hoffe, euch bringt er ebenfalls Glück. Ich bin schon sehr lange eine Nachtigall. Ich habe Nocturnal meine Loyalität im Austausch gegen viele profitable Diebesjahre verkauft. Es war falsch, dass ich mich in Gallus verliebt habe. Erst durch diese Ablenkung konnte die Grabstätte entweiht werden und vermutlich hat sie ihnen das Leben gekostet. Ich werde keinen Fuß mehr an diesen Ort setzen, bis der Schlüssel zurückgebracht worden ist. Die Verbindung zu Nocturnals Reich, dem Reich des ewigen Zwielichts, befindet sich schon in Himmelsrandseite, nun schon länger als Geschichte geschrieben wird. Das Dämmergrab haben Menschen und Meer um die Verbindung herum errichtet, um sie vor denen zu schützen, die ihre Macht ausnutzen würden. Durch diese Verbindung wurde uns Nocturnals größtes Geschenk zuteil. Unser Glück, was sie im Gegenzug davon hat, ist ein völliges Rätsel. Der Agent der Tarnung ist Meister darin, ungesehen zu bleiben. Er kann die Dunkelheit manipulieren und zu seinem Vorteil nutzen. In mondbeschienenen Nächten oder verdunkelten Zimmern wird dieser Agent wirklich unsichtbar. Der Agent der Täuschung nutzt den Schatten, um das Urteil der Personen um ihn herum zu vernebeln. Indem dieser Agent die Dunkelheit nach seinem Willen webt, kann er andere so manipulieren, dass sie über einen begrenzten Zeitraum für die Nachtigall kämpfen. Auch wenn Nocturnal nicht im traditionellen Sinn verehrt werden möchte, hatte sich um das Dämmergrab eine kleine Gruppe Priester zusammengefunden. Sie kamen natürlich niemals in direkten Kontakt mit Nocturnal, doch sie bestanden darauf, dass sie in ihrer Gunst standen. Als Teil ihrer Pflichten erschufen die Priester alle möglichen grundlosen Rituale und Zeremonien, alle im Namen Nocturnals. Diese Priester stellten keine Bedrohung für den Skelettschlüssel oder die Verbindung zu Nocturnals Reich dar, darum wurden sie geduldet. Eine ihrer Zeremonien drehte sich um den Pilgerpfad, die sogenannte Prüfung der Würdigkeit. Wenn ein Pilger den Pfad vollenden konnte, dann würde er angeblich eins mit den Schatten werden. Was das bedeutet, weiß niemand so genau. Dieser Agent der Zwietracht kann eine Ranke reiner Dunkelheit in das Herz eines anderen schicken und diesem dadurch großen Schaden zufügen. Gleichzeitig stärkt diese Ranke die Lebenskraft des Agenten und macht ihn stärker.
Tut mir leid, Mädchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Tut mir leid, Mädchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Was? Da ist die Agentin der Klingen. Tötet sie! Genug! Genug! Ich ergebe mich! Los! Gib mir sie! Auf die Knie, Wurm! Ja! Noch Bestie! Ihr habt sowohl euer Leben als auch euer Land. Töricht! Eure Zeit ist abgelaufen. Tintenfass, Stein, Eimer, Buch, Messer. Verschwindet! Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Delphin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So.
sind nicht mehr viele. Messer? Ja. Buch? Ja. Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Messer? Ja. Ja. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nutzloser. Und wo ist meine kommentierte Anuade? Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmog keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Eimer, Messer, Buch, Tintenfass, Stein. Nein. Was war das? Da ist die Agentin der Klinge. Tötet sie! Gut.
der auf meinen Befehl hört. Mehr habt ihr nicht drauf. Seht ihr denn nicht? Die Vorherrschaft der Elfen ist die einzige Wahrheit. Dir etwas gesagt? Wieso lasst ihr euch nicht einfach hier nieder und führt mit mir zusammen die zersplitterte Flasche? Hat sie euch nicht davon erzählt? Ich will mich nicht niederlassen. Wir waren beide Klingen damals, als das noch etwas bedeutet hat. Heiratet mich. Jetzt verbindet uns nur noch, dass wir beide vor den Talmor fliehen. Ich bin schon allein klar. Ich wusste nicht, dass sie noch lebt, aber es überrascht mich nicht. Sie hatte ein Talent dafür. Nun... Sie jagen die Klingen seit dem Großen Krieg. Einfach nur aus Prinzip. Aber wenn ihr meint, warum sie gerade mich suchen, vielleicht verstehen sie langsam, was die Rückkehr der Drachen wirklich bedeutet. Ich nehme nicht an, dass sie das Ende der Welt mehr wollen als wir. Falls doch, dann wenigstens zu ihren Bedingungen. Es war ein kalter Tag. Das Ende von Eisfall ist im Jeralgebirge fast schon Winter. Wir haben die Neuigkeiten am Wolkenherrscher per Kurier erhalten, der im Eiltempo aus der Kaiserstadt geritten kam. 30. Eisfall 171. Vor 30 Jahren. Der große Krieg begann an diesem Tag. Der Botschafter von Talmor hatte Kaiser Titus Mede dieses Ultimatum gestellt. Er sollte ihm den Kopf jedes einzelnen Angehörigen der Klingen im Altmeribund aushändigen. An diesem Tag wusste ich, dass das wahrlich der Anfang vom Ende war. Wir sollten weitergehen. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Delphin! Ha! Ha! Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Orgnar, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Thank you.
Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esbern, was... Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht her, genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Von Flusswald aus? Die direkteste Strecke führt über die südliche Straße durch Falkenring. Oder ihr könntet die Kutsche von Weißlauf nach Markart nehmen und euch von Westen annähern. Doch keine dieser Strecken durch Reach ist heutzutage noch sicher. Die Abgeschworenen sind überall. Nehmt euch in Acht. Eure Entscheidung. Vielleicht ist es sicherer, einzeln zu reisen. So erregen wir weniger Aufmerksamkeit. Keine Sorge. Ich werde Esbern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartspitze auf euch. Viel Glück. Na, es ist soweit. Die Taverne gehört euch. Ich komme wahrscheinlich nie mehr hierher zurück. Tja, darüber könnte man nachdenken. Gebt auf euch Acht, Ogna. Lebt wohl. Ja, natürlich. Ihr auch, Delphin. Passt auf euch auf.
Geschworenen hören sich zurück, was ihnen gehört. Habt ihr das gehört? Drüben! Kann euch nicht besiegen! Hier sind definitiv frühe Akaviri-Steinarbeiten. Wir müssen diese Brücke herunterbekommen. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja, das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Ja, das ist es. Das Symbol auf der mittleren Säule. Angesichts der Tatsache, dass der Tempel der Himmelszuflucht gegen die Rückkehr des Drachenbluts versiegelt wurde, würde ich alle Säulen auf dieses Symbol drehen. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Diese Symbole am Boden? Esbern hat recht. Schalter. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Jetzt sieht es sicher aus. Gehen wir. Ja, ja. Ich nehme an, dass wir in der Nähe des Eingangs sind.
Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich gut erhalten. Da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Der gesamte Ort scheint ein Schrein für Reman zu sein. Er hat die Akaviri-Invasion unter geheimnisvollen Umständen beendet, wie ihr sicher wisst. Ihr habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachen. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zuerst zu betreten. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Shors Knochen, da ist sie. Alduins Mauer, so gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esper, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen.
Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Nur wenn ihr sie nicht zu nutzen versteht. Alle großen Helden mussten lernen, ihre Macht einzusetzen. Diejenigen, die von ihrem Schicksal zurückgeschreckt sind, nun, von denen habt ihr noch nie etwas gehört, nicht wahr? Und dann gibt es noch die Schurken. Die, die ihre Macht missbrauchen. Es gibt immer eine Wahl. Und es gibt immer ein Risiko. Doch wenn ihr in Furcht vor dem lebt, was schiefgehen könnte, tut ihr am Ende gar nichts. So wie die Graubärte droben auf dem Berg. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Seht her, auf der dritten Tafel. Die Prophezeiung, die die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphin? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Tja. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, ja. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. Was? Habt ihr etwas gesagt?